Ringmann! Am Spieltag sind wir Meister geworden! Am zweiten Spieltag, Mann! Hoppa! Es ist der 15. Mai, Jahn-Sportpark Berlin. Eine Marathonsaison mit 38 Spieltagen vorbei und der BFC Dynamo. Meister der Regionalliga Nordost. Der Titel ist da, der Aufstieg noch nicht, denn die harte Realität heißt Relegation. Und dennoch, das Team von Christian Benbenek krönt sich für eine Spielzeit, in der es am Ende hochverdient ganz oben steht. Der Konkurrenz wird früh deutlich gemacht, die Meisterschaft geht nur über uns. Beeindruckender Saisonauftakt gegen Lok Leipzig, 4:1 Auswärtssieg. Der BFC hat das zweitälteste Team, setzt auf Erfahrung. Christian Beck. Der 34-Jährige als Königstransfer angekündigt, liefert sofort. 9 Spiele, 9 Tore. Vor lauter Treffern bleibt kaum Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Ja, ich musste dringend auf Toilette. Also die letzten 10 Minuten waren nicht mehr angenehm. Deswegen habe ich mich dann ein bisschen beeilt und musste schnell rein. Ein größeres Geschäft. Richtig. Die BFC-Anhänger danken ihrem Coach. Christian Benbenek, der Architekt des Erfolgs. Seit 3 Jahren ist er da. Zusammen mit Co-Trainer Christoph Reimann hat er lange gebastelt und in dieser Saison ein Meisterteam geformt. 9 Siege aus den ersten 10 Spielen. Trotz Ergebniskrise im Frühherbst mit 3 Unentschieden und der Niederlage in Jena ist der BFC weiter oben im Zweikampf um Platz 1 mit dem Berliner AK und Coach André Meyer. Im direkten Duell am 18. Spieltag gewinnt der BFC 3:1 und sichert sich die Herbstmeisterschaft. Pokalübergabe an Matthias Steinborn. Schon in der Jugend weinrot-weiß getragen, Regionalligameister 2022. Nach der Winterpause ist auch der Fanliebling nach Mittelfußbruch zurück. Traum-Comeback gegen Meusewitz, Tor und Vorlage. Beim BFC scheint alles möglich in dieser Saison. Wo geht's hin? Ja, in die Kabine, mir ist schweinekalt, ich habe harte Nippel, deswegen. Der gute Laune BFC. Auf Steinis Nippel-Aussage folgt prompt das T-Shirt von den Fans mit der Aufschrift: Mir ist schweinekalt, ich habe harte Nippel. Vielleicht jetzt schon das Zitat der Saison. Die Dynamos zeigen keine wirkliche Schwächephase, gewinnen auch nach dem Jahreswechsel 8 der ersten 10 Spiele. Es läuft. Ausrufezeichen am 31. Spieltag, der 3:1-Sieg in Chemnitz. Der Ungar Andor Bolicki und Christian Beck entwickeln sich zum Top-Offensivduo der Liga. Steinborn trifft sehenswert. Die BFC-Fans wissen längst, in dieser Saison geht was. Vier Spieltage vor Schluss schießt Niklas Brandt den BFC aus 11 Metern zum 1:0-Sieg gegen Tennis Borussia. Nach zuvor 2 Spielen ohne Dreier war Carl Zeiss Jena auf 6 Punkte rangerutscht. Erleichterung auf der Bank und der Tribüne. Das war doch der Sprint in der 90. Der Erfolg bringt dem BFC den ersten Meistermatchball. An Spieltag 36 in Fürstenwalde. Über 1000 Fans des BFC mit dabei zum Feiern bereit und die Jungs auf dem Platz machen mit. Flagge kommt für Andor Bolicki. 1:0.
Doch Kenny Verhunes Fürstenwalder kämpfen um den Klassenerhalt und sind ein unangenehmer Gegner. Und da ist der Ball drin. 1:1 Union Fürstenwalde. 1:1. Gleichzeitig der Endstand. Rechnen nach Spielende. Jena hat parallel gewonnen. Es reicht noch nicht. Das frustriert die Spieler und auch den Trainer. Hör mal, ihr sagt mir heute noch, oh, heute passiert das, heute Glückwunsch. Und jetzt stellt ihr mir die Frage, ob ich noch zuversichtlich bin. Aber ganz ehrlich, ich gebe keine Interviews mehr, bis es geschafft ist, ne? Weil ihr mir alle auf die Nerven geht. Die Meisterparty verschoben, aber zu Hause im Sportforum den Titel feiern, ist doch eh viel schöner. Es geht am vorletzten Spieltag gegen den Berliner AK. Da haben sie im Hinspiel die Herbstmeisterschaft klargemacht. Ein Punkt würde jetzt reichen, um Meister zu werden. Und wie in Fürstenwalde das 1:0 für Dynamo Christian Beck. Ein Tor mit viel Mühe, aber egal. Drin das Ding. Der BFC mehr als auf Kurs, doch der letzte Schritt entpuppt sich als sehr schwierig. Der BRK antwortet 1:1. Würde immer noch reichen, doch der BFC wirkt in den letzten Wochen nicht mehr so überzeugend, teilweise unglücklich und verliert 1:2. Wir haben zweimal alles andere als männlich verteidigt und kriegen zwei so eine Gurkentore. Haben wir sonst an sich mit dem Ball ein ordentliches Spiel gemacht. Ja, schwierig zu sagen, mit Effekt waren heute nicht alle auf dem Platz, so wie man es sonst kennt. Auch Matchball Nummer 2 liegen gelassen. Aber vor dem letzten Spiel 3 Punkte Vorsprung und das 13-Tore-Polster auf Jena, da kann doch eigentlich nichts schief gehen. Im Sportforum hat es nicht geklappt, dann eben gegen Alt-Lienicke im Jahn-Sportpark, Dynamos Heimspielstätte der letzten Jahre. Carsten Heines Alt-Lienicker können an guten Tagen jeden Großen in der Liga schlagen. Der BFC rennt dem Gegner hinterher und geht früh in Rückstand. Die Fans mit der Bitte an ihr Team. Und das Tor kommt. Daryl Goertz mit dem Ausgleich. Der BFC will mehr, dreht das Spiel dank des 23. Saisontreffers von Christian Beck. Sein 9. Kopfballtor in dieser Saison. Zur Pause die Meisterfaust und nach dem Seitenwechsel veredelt der BFC den Nachmittag. Bolicki, der die beste Saison seiner Karriere spielt, mit seinem 15. Saisontor. Und Siebeck, Antreiber im Mittelfeld, macht's wunderschön. 4:2 siegt der BFC gegen Alt-Lienicke. Keine Zweifel mehr. Die Sektkorken können knallen. Die letzten Wochen waren eigentlich... Oh, zart, ne? Hat sich gezogen bis in die Klammer. Jetzt mit dem Sieg umso schöner, glaube ich. Das ist atemberaubend, nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Fans. Ich meine, es ging hier erst mit einem sozusagen 0-1. Los und dann hat man den Charakter der Mannschaft wieder gesehen, warum wir da oben stehen, warum wir Meister geworden sind und warum wir so viele oder alle hinter uns gelassen haben. Christian Beck wird Torschützenkönig und von den Fans geherzt. Glaube ich, das war auch noch kein Ende heute. Großartig. Dankeschön. Ein Traum. Danke. Wollt ihr Schützenkönig geworden? Ja, auch noch. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Der Seriensieger der DDR-Oberliga endlich wieder mit einem Meistertitel.
der aber noch vergeudet werden muss. Schade natürlich, dass wir jetzt nochmal zwei Spiele machen müssen. Weil ich glaube, ja, jeder in der Regionalliga sagt sich, dass der Meister aufsteigen muss. Jetzt müssen wir nochmal zwei Spiele hochfahren. Da geht es nochmal richtig ab. Das ist jetzt ein Teilziel gewesen. Jetzt feiern wir natürlich richtig ausgiebig und ja, in ein paar Tagen, wenn ich wieder ansprechbar bin, dann bereiten wir uns auf Oldenburg vor. Jetzt soll das ganz große Ding folgen. Zweimal Relegation, Hinspiel zu Hause gegen Oldenburg. Wirtschaftsboss Peter Meier auf dem Weg zu seinem Platz. Ja, wie sollten wir gehen? Also, ich denke, wir gewinnen und das ist die Hauptsache. Also, natürlich aufgeregt, die ganze Nacht schon, aber ich denke mal, unsere Zeit ist gekommen und zwar jetzt. Er weiß genauso wie Präsident Norbert Uhlich. Ein Aufstieg in die dritte Liga hebt den Club finanziell in andere Sphären. Prominenz auf der Tribüne. Köln-Trainer Steffen Baumgart ist im Sportforum dabei, genauso wie Heidenheim-Torwart Kevin Müller. Er drückt seinem Trauzeugen BFC-Innenverteidiger Michael Blum die Daumen. Und auch Profiboxer Enrico Kölling mit BFCD-Aufdruck auf der Jacke unter den Dynamo-Fans mittendrin statt nur dabei. Über 4200 Zuschauer sind gekommen. In den neuen weißen Trikots auf, in die ersten 90 Minuten Relegation auf dem Weg Richtung Profifußball. Es steht viel auf dem Spiel und das merkt man. Sein Team wirkt im ersten Durchgang gehemmt. Es funktioniert nicht viel, der BFC hat wenig Ideen. Meier sieht von der Tribüne dagegen unaufgeregte Gäste aus Oldenburg. Ecke für den VfB nach 28 Minuten und das Tor. Rückstand für den BFC 0-1 hinten. Kann doch nicht wahr sein. Ey. Scheiße, Mann. Fuck, ey. Zitarski schockt den BFC Dynamo. Sieger im Kopfballduell mit Brandt. Stagila machtlos. Rückstand zur Pause gegen fußballerisch beschlagene Oldenburger. Das Oldenburg gut ist, das war ja klar. Du musst ja nicht umsonst Erster, ja, wo, ne? Das ist doch mal dieser Dequake, die Nordstaffel, die ist ja schwach und so. Ich kann das nicht mehr hören. Ja, ein Schwachsinn, ja. Also, schwach ist hier keiner. Wenn du am Ende Erster bist, dann bist du nicht schwach. Schwach war unsere erste Halbzeit, ja. Besserung in Sicht. Brandt scheitert kurz nach der Pause. Aus kurzer Distanz der BFC jetzt mit anderer Körpersprache. Ja, den hat er sich. Jawohl! Nach dem Ballgewinn die Riesenchance für Beck. Was für eine Möglichkeit. Was jetzt? Ja. Der Süd. Hier! Nein! Das gibt's doch nicht, Alter! Nein. Wie kann er den nicht machen? Nein! Nein, Alter! Nein! Beck, das Kopfballungeheuer, scheitert in der Paradedisziplin. Teambetreuer Stefan Malchow sieht's von außen. Auch für Malchow eine besondere Partie. Er hat als Spieler nicht nur das BFC-Trikot, sondern auch das des VfB Oldenburg getragen. Kein Tor für den BFC, trotz Leistungssteigerung im zweiten Durchgang. 78. Minute. Oldenburg mit kühler norddeutscher Mentalität und dem Ex-BFCer Raphael Brandt. Und der Flanke auf Zitarski. Wieder Zitarski 0-2. Die kalte Dusche. Wieder ein Kopfball-Gegentor für die großgewachsene BFC-Mannschaft. Allen voran der ganz große Mann, Torhüter Dimitri Stagila, sieht mit seinen 2,2 Meter schlecht aus. Alter, wo fliegt der Torwart hin? Das war nicht. Die ersten 90 Minuten Relegation vorbei. Unglaublich. Nachdenkliche Mienen nach Abpfiff auf der Bank und auch
auf dem Platz. Zu viel Druck, zu viel Anspannung, zu viel Nervosität. Was war das? Ja, nicht unser Gesicht. Gerade erste Halbzeit haben wir Oldenburg das Spiel machen lassen, haben viel zu viele Fehler gemacht und haben nicht, wie gesagt, unser Gesicht gezeigt. Und es ist dann sehr enttäuschend, dass wir dann auch noch 1-0 zurückliegen. Ich glaube, in der Halbzeit haben wir die Dinge nochmal angesprochen, sind sehr, sehr gut eigentlich rausgekommen, haben dann einige Chancen. Ich hatte die größte Chance, muss da eigentlich den Ausgleich machen. Es ist natürlich dann sehr, sehr ärgerlich, dass wir dann nochmal einen Fehler machen und dann noch so ein dummes 2-0 kriegen. Matthias Steinborn übernimmt das Wort im Kreis. Hier. Nur wir haben die Stimmung gemacht. Und das machen wir die ganze Woche. Ja? Wir werden da nicht so hinfahren und dann gewinnen wir da 3-0, 4-1 oder sonst was. Wir steigen auf. Ja? Wenn er sonst ich war jetzt auch noch mal im Kreis, habe den Jungs schon mal gesagt, wie Relegation funktioniert. Wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, wir müssen dann Tore machen. Und ich glaube, wir sind immer für Tore gut. Heute hatten wir ein bisschen Pech, aber dafür haben wir vielleicht nächste Woche umso mehr Glück. Steinborn, vor 2 Jahren mit Lok Leipzig in der Relegation gescheitert, will das nicht nochmal erleben. Habe ich ihm auch nochmal kurz gesagt, du, wir sind 25 Mann, die unbedingt wollen. Ich glaube, wir wollen es mehr als jeder andere hier im Stadion. Und das habe ich ihm auch nochmal signalisiert, habe ein, zwei Kopfnüsse verteilt und hat das auch kapiert. Den Aufstieg hat hier noch keiner abgehakt. Es gilt, den 2-Tore-Rückstand aufzuholen. Die Auswärtstorregel gibt es nicht mehr. Mission Auswärtssieg im Oldenburger Marschwegstadion. Rückspiel. Der Auswärtsblock an seiner Kapazitätsgrenze. Wieder der weiße BFC gegen die blauen Oldenburger, die mit dem 2-0 Hinspielsieg im Rücken nicht an unnötiger Spannung interessiert sind. Wegener und Stagile. Noch nicht rehabilitiert nach seinem Patzer in Berlin, aber mit den Fingerspitzen dran. Kein Gegentor nach 14 Minuten. Aber Wegener beschäftigt die Dynamo-Defensive weiter. Nur 2 Minuten später, Stagile weit vor seinem Tor. Schulz verhindert Schlimmeres. Die Stimmung im BFC-Block trotz Oldenburger Chancen weiter gut. Nach 20 Minuten sehen die Anhänger das erste offensive Lebenszeichen ihrer Mannschaft. Härtner auf Steinborn. Matthias Steinborn im Hinspiel nicht in der Startelf. In Oldenburg setzt Ben Benek auf ihn von Beginn an. Er soll zeigen, wie Relegation geht. 34. Minute. Sein langer Einwurf ohne Abnehmer in der Mitte. Oldenburg-Keeper Böwing hat eine Idee. Der Blick und der lange Ball auf Wegener. Vorbei an Wiegel. Vorbei an Stagila. Rein ins Netz. 1-0 Oldenburg. Ben Benek sieht Steinborns Einwurf fliegen. Zeit zum Aufregen gibt es nicht. Keine 10 Sekunden später nimmt das Unheil auf der anderen Seite seinen Lauf. Ein einfacher langer Ball hebelt den BFC Dynamo aus. 0-3. Der Rückstand in der Addition. Der BFC braucht eine Antwort und die kommt in Minute 44. Niklas Brandt. Das erste Tor in der Relegation für Dynamo. Über Steinborn, über Becks Fußspitze, Brandt kompromisslos. Lippenlesen bei Ben Benek. Jetzt sind wir wieder da.
Seitenwechsel. 45 Minuten Zeit für mindestens zwei Tore. Beck an den Pfosten. 56. Minute. Christian Beck, 23 Saisontreffer in der Meisterschaft. Ein weiteres wäre jetzt so wichtig. Die direkt folgende Ecke. Schulz sucht, na klar, Beck. Zum zweiten Mal Aluminium binnen einer Minute. Wechsel beim BFC. Andor Bolicki soll es richten. Heiße Phase jetzt für die Berliner. 10 Minuten nach Pfosten und Latte fliegt die nächste Flanke in den Oldenburger Strafraum. Wieder wird's gefährlich. Und von draußen wird mitgeköpft. Aber der Ball, er will nicht rein. Dieses Mal rettet kein Alu, sondern Apia für Oldenburg. Die dritte Riesenchance für den BFC, die dritte für Christian Beck. Kein Tor in der besten Phase des Spiels und die Zeit, sie läuft davon. Aber Hoffnung gibt die üppige Nachspielzeit genug für zwei Treffer. Oldenburg macht's gut bis zum Ballverlust in der 96. Minute. Bolicki abgefälscht, drin. 2-1 BFC. Andor Bolicki, 16. Saisontor. Kommt es zu spät? Keine Zeit für großen Jubel. 2 Minuten für ein weiteres Tor und für die Verlängerung. Und der Ball, er fliegt nochmal in den 16er, auf den Kopf von Breitfeld. Die letzten Sekunden laufen. Schluss. Oldenburger Jubelrausch, der VfB nach einem Vierteljahrhundert zurück im Profifußball, dem BFC, bleibt dieser Erfolg weiter verwehrt. Klar sind wir Regionalliga Nordostmeister geworden, das ist eine schöne Nebensache, aber ja, am Ende können wir uns nichts davon kaufen. Wir sind nicht aufgestiegen, da ist ein super Konzept, hatte ich vorhin schon mal gesagt, der DFB hat da großen Anteil dran, so eine Regel zu erfinden. Ist einfach sinnlos, aber da habe ich auch gesagt, das ist, wenn da Ahnungslose am Werk sind. Und ja, es ist einfach sehr, sehr schwer. Ist egal, ob Oldenburg oder wir, Glückwunsch nach Oldenburg erstmal, aber so eine Regel ist einfach eine Katastrophe. Und dann auch im Westen und Südwesten zu bevorzugen. Und ja, das ist einfach, kommt dann heute noch dazu und ist dann halt auch sehr, sehr schwer zu akzeptieren. 80 Punkte! Eine geile Truppe, haben in der Nordost-Staffel so viele gute Vereine hinter uns gelassen und das sind zwei Relegationsspiele, wo einfach ja, das, was vorher war, komplett vergessen ist. Es sind nur 20 Tage. 20 Tage zwischen der Meisterparty im Jahn-Sportpark und der Enttäuschung und den Tränen von Oldenburg. Applaus für Mannschaft, Trainer und Betreuerstab gibt es trotzdem. Denn es war eine Saison, die groß war. Auch ohne den Aufstieg in die dritte Liga. Das ist eine der geilen Saisons gewesen, die wir hatten.
Also klar sind wir jetzt auf die Fresse gefallen, aber dieser Verein wird immer wieder aufstehen.